alles andere auch. Und da genauso. Da fliegen sie durch die Luft. Oh, kannst du das auch? Dich meine ich. Egal. Was haben wir denn hier Schönes? Eine leichte, eine Computerkonsole. Nehmen wir doch mal. Was ist denn hier Schönes drin? Bericht der Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argus-Rohcluster berichtet. Sie äußerten insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurden aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Wir ein Aufklärungssystem dahin senden sollen. Ja, ein Aufklärungsteam. Ja, gut, ich gehe dahin. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Was ist das hier? Hologrammprojektoren. So, M sollte ich drücken. Da haben wir die Map. Wir sind jetzt hier. Ne, wir sind jetzt hier. Und dann kann ich mir das hier alles umschauen, anschauen. Das werde ich jetzt auch machen. Dann werden wir langsam in die Richtung gehen. Ich würde auch vorschlagen, dass ich mir erstmal die komplette Citadel anschaue, bevor ich weitergehe, weil ich nicht mehr ganz genau weiß. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach. Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Jawohl, ich verhalte mich ganz ruhig. Hi, wer seid ihr denn? Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Natürlich. Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Mhm. Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Ja, wo finde ich sie denn dann? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Kauf dir mal ein bisschen Mimik und ein paar Emotionen. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Hast du noch was zu sagen? Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ach, das haben wir schon. Bis dann. Dankend verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschen-Commander. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wer bist du denn? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Ein paar Sachen erzählen. Was sind denn das für Sprachgewohnheiten? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Ich auch. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Uiuiuiui, da habe ich, glaube ich, ein Fass aufgemacht. Geschichte. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden.
Und die Kultur? Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen, wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Eure Botschafter? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, dem... Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Echt mal, kleiner Hüftschnüffler, ey. Ja, dann geh ich mal weiter. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Gleichfalls. Und du? Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Ja. Ich würde ja jetzt sagen, sterben gehen, aber den Gefallen wirst du mir wahrscheinlich nicht tun. Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Von wem denn? Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Du kannst ja trotzdem was drüber erzählen. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Warum denn nur? Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Es liegt auch nur daran, dass ich halt die Weltherrschaft an mich reißen werde, ne? Warum haben die Elkor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Wusa, warum denn so schlecht gelaunt? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Aber trotzdem beschweren. Nee. Ich geh mal wieder.
Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Hast du was gesagt? Ja, wer bist denn du? Ein Rucksackboy. Mit sexy großen Augen. Und vier Armen. Hätte ich auch gern. So, da war ich schon drin. Da geht's raus. Willkommen am Präsidium. Ich bin Ihre. Du bist aber schön blau. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Wissen wir. Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Aha. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Avina? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Ach, bitte nicht. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Hm? Willst du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Ja, glaube ich dir. Bürokratie ist immer kacke. Gut, dann hatten wir hier alles durch und auf Wiedersehen. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Danke. Level up. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Du bist Avina. Die fehlen da so Stücken im Körper. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Lass mich raten, du bist nicht real. Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Oh, interstellar. Und die Sicherheit? Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen. Auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadell-Raums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Die Botschaften? Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren. Gegen viele Vorbehalte. Warum denn für. Was denn für Vorbehalte? Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Und warum zuerst die Volus? Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten.
Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Citadel. Nur eine? Warum wurden sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Citadel-Flotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es, minderbefähigten Spezies eine Stimme auf Citadel zu haben. Minderbefähigt? Das ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Citadel-Tourismus- und Besucherabteilung ein. Na gut, was sind denn Spectres? Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Mhm. Und der Rat? Was können Sie mir über den Citadel-Rat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Citadel-Raum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Dann logge ich mich mal aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Citadel. Beehren Sie uns bald wieder, ja.